Cosplay-Gemeinde. Wir haben 8:48 Uhr. Ja, ich habe bald gleich wieder Schule, aber ich dachte mir, jetzt setze ich mal mich zusammen und ja, ich mache mein 50 Abonnenten-Special. Ja, gestern habe ich überraschenderweise meinen 50. Oh mein Gott, jetzt werde ich angerufen. Mein Gott. Was ist das für ein Special? Oh mein Gott, wer meine Let's Plays kennt, weiß, dass ich immer beim Rekorden angerufen werde. Ja. Da gleich die Schule anfängt in wenigen Minuten, habe ich keinen Bock, jetzt diese Aufnahme neu zu machen. Und ja, das Special läuft weiter. Verdammt, ich habe jetzt wirklich unvorbereitet überhaupt diese Aufnahme jetzt gestartet, ja. Also ich habe mir jetzt noch nicht gedacht, was mein Special genau sein wird. Keine Sorge, einiges habe ich mir schon gedacht, und zwar mache ich es ähnlich wie Funk Royale, also das Special wird vielleicht 3-2 Parts haben, ja. Und jetzt hier im ersten Part erzähle ich etwas über mich, was über mein Comeback. Ja, die meisten denken jetzt sich bestimmt, Comeback, du warst doch gar nicht weg. Reimt sich sogar. Nein, aber ja, ich habe jetzt eine kleine kurze Let's Play Pause und ja, ich würde euch gerne, ja, erzählen, wie es zu was kam. Ja, hier haben wir all meine Let's Plays. Naja, ich wäre drauf stolz, wenn ich endlich Mega Man 4 fertig hätte und Prince of Persia 3D, ja. Der Rest ist alles completed, ja. Okay, ja, was mache ich jetzt hier im ersten Video? Ich quatsch bisschen was über mich und ja, ihr habt jetzt schon am Anfang des Videos gesehen. Mir geht's richtig scheiße, richtig scheiße. Ich bin echt am Boden zerstört, wegen privaten Problemen. Und ja, die Motivation weiter zu Let's Playen ist trotzdem jetzt, nach den 50 Abonnenten, immer noch nicht komplett da. Ja, ich muss sagen, ich habe zwar 50 Abonnenten, aber oh mein Gott. Nein, ich sag besser nichts, vielleicht beleidige ich die meisten. Aber seht ihr all diese Gesichter hier, die kein Avatar haben? Das sind alles User, die gelöscht sind von YouTube. Na klasse, seht ihr, wie viele es sind? Das kann man doch fast gar nicht als Abonnenten sehen. Aber ich nehme es so, ich habe jetzt 50 Abonnenten, das heißt, 50 Leute wollten oder wollen immer noch wissen, was ich aufnehme. Also zählt das jetzt wirklich als 50 Abonnenten? Ja, ich guck mich gerade um, wo ist mein 50. Abonnent? Das ist ja nicht. Gucken wir Seite 2. Wo bist du? Hier, Antwos90. Ja, er hat mich gestern abonniert und deswegen gibt es jetzt dieses Special. Ja, das ist kein Fake-Account. Also, hier ist, er hat nur 5 Favoriten. Dann denke ich mir so, hat jetzt jemand extra einen Fake-Account für mich verstellt, aber, erstellt? Aber nein, ein Account gibt es schon seit März 2009. Hier bedankt für das Abo, ja, vor 14 Stunden. Ja, danke, Antwos90 oder Antwos Androse, keine Ahnung. Ah, ja, YouTube-Usernamen sind immer schwer. Meine auch. Rot DS Kyle07. Naja, ich heiße nur so, weil Kyle07 schon besetzt war. Oh mein Gott, und es regt mich auf. Ich habe mir mal ein Profil von diesem Kyle07 angeschaut. Und ja, der war schon seit Jahren nicht mehr auf. Das regt mich auf. Den Account könnte ich gebrauchen. Egal. Ja. 50 Abonnenten. Gucken wir sie uns mal an, oder? Ja. Wir Vlogger. Nein, ich mache jetzt nicht ein 50 Abonnenten lesen, aber ja, ich zeige euch nur die, welche kein Avatar haben. Ja. Jetzt die Peps im Moment. Existiert der noch? Nein, this account is closed. Na klasse. Was machen die Trottel überhaupt? Nicht Trottel, nein, das nehme ich zurück. Entschuldigung. Was machen die YouTuber eigentlich, dass ihre Accounts gesperrt werden? Das sind alles Leute, die keine Videos hochladen, soweit ich mich richtig erinnere.
Delikane. Oh, jemand aus Deutschland, der noch seinen Account hat, nur kein Avatar. Das ist klasse, ja. Darf Anakin, ja, Anakin, das ist aus Star Wars, ja, das merken bestimmt die meisten, ja, und, meine ersten Videos hier auf YouTube waren, falls sie es überhaupt bemerkt hat, waren Star Wars Videos, ja, ja. Einige davon sind noch online, ja. Videos meiner dunklen Tage noch vor dem Let's Play, ja, auch closed. Wo war ich hier, oder? Ja, dieser Account existiert noch. Hier steht Cold War 2, Knights of the Old Republic 2, der hat mich bestimmt auch wegen Star Wars abonniert. Naja, also hier die alle, die ihr seht, ich habe jetzt keinen Bock, jeden anzuklicken. Ich weiß, dass hier auch überall Account gesperrt ist, außer Desan 4. Der hat ein Video von meinem Kumpel, in seine Favoriten eingefügt. Ja, das hier ist eine Mod zur Jedi Akademie. Die habe ich 2007 mitgewirkt, aber die Erfinder der Mod hatten einfach später keinen Bock mehr und dann ist dieses Projekt fallen gelassen. Jedi Akademie. Es ging darum, das dunkle Ende fortzusetzen. Naja, egal. Jetzt bin ich jetzt Player und ja, gehen auf Seite 2. Hier dieser doppelt? Zurück. Demi Sai ist doppelt hier in der Liste. Was soll der Scheiß? Der hat mich erst gestern abonniert. Der hat mich wegen Let's Play, am meisten wegen Super Mario Land abonniert. Er hat nur 2 Abonnenten, mich und Sonic Dude. Was ist das? Hey. Ich habe immer auf die... die YouTube, die Liste spuckt der falsch aus. Müsste alle mehrer. Da hat mich auch wegen Let's Plays. Und hier mein Lieblingsabonnent. Funk Royal. Oh. Ich find's klasse, dass er mich abonniert hat und überhaupt meine Let's Plays anschaut. Ja, ja. Aber okay. Steve, oh. Es ist so, mein erstes Let's Play war ja Prince of Persia 1 für den SNES und 5 Tage danach hat dieser Steve auch ein Let's Play dazu gemacht, fand ich recht gut, aber er hat sein Let's Play entfernen lassen und sein Account ist weg, keine Ahnung. Flocker 100, auch ein guter Let's Play-Gucker. L3 Riani, ich wollte dich eigentlich immer in Mega Man 4 erwähnen, hab's aber nie geschafft. Und wo ist hier? Desan 4 haben wir wieder mal. Oh mein Gott, was ist das für ein Special? Ich geh meine Abonnenten durch. Okay, wir überspringen viel. Ja, auch ein Let's Player. Der guckt Let's Plays, ob er welche macht, oh mein Gott. Hoffentlich macht er nicht welche und ich weiß das nicht. Okay, der auch ein guter, ja, Simplayer 5, der hat mich schon bei meinem ersten Prince of Persia 1 Let's Play entdeckt. Und mich dann abonniert. Schon wieder Mister. Moment. Das regt mich jetzt auf. Der zeigt, dass ich 49 Abonnenten habe. Das ist doch so ein Dreck. Hier habe ich 50. Da sind welche doppelt, hä? Aber ich kann mich auch erinnern, mal einen Abonnenten in meiner E-Mail-Liste gelesen zu haben und der war hier gar nicht drin. Puh, vielleicht, keine Ahnung. Ja. Spuckt YouTube mit die Listen falsch aus. Ja, wird es mit Mega Man 4 und Prince of Persia 3D weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einfach so viel zu tun neben der Schule und ja. Ja. Das ist jetzt erstmal Part 1 meines Let's Plays und hier erkläre ich, dass ich einfach Scheiße gebaut habe in meiner Abschlussfahrt in Italien, ja. Es ist so, ich habe einen Kumpel von mir an seine Ex-Freundin verpfiffen, ja. Nur das Krasse an der Geschichte ist, jetzt nach der Abschlussfahrt, mein Kumpel hat mir vergeben, aber die Ex-Freundin ignoriert mich auf totalste Weise. Obwohl ich mich mit ihr besser verstanden habe als mit meinem Kumpel. Wo ist da die Logik? Und diese Scheiße bedrückt mich jetzt die ganze Zeit. Oh mein Gott. Aber hey, ich habe 50 Abonnenten. Jetzt wird's weiter Let's Play. Ja, ich habe gestern sogar Funk Royal angeschrieben und ja, er hat mir sogar gesagt, er wird sich meine Let's Plays anschauen. Also, oh. Das ist der größte Motivationsschub überhaupt, ja. Okay, was jetzt kommt dann mein Part 2. Und ja, dann kommt es zum richtigen Special. Vielleicht wird es noch... Ja, hier wird jetzt nicht eine Serie aufgenommen. Naja, habe ich eigentlich falsch eingestellt. Ich nehme keine Serien auf, egal.
wo war ich? Also, jetzt kommt Part 2 und in Part 3 wird es vielleicht so zukünftige Let's Plays von mir vorgestellt geben. Ja, ja. Okay. Das war's erstmal und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Part 2.